Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder eine Spezialfolge, wo ich zwei nicht schlechte, aber sauschwere Spiele anspiele. Zumindest für mich schwer. Wenn es für euch nicht schwer ist, dann ich ziehe meinen Hut. Denn ich bin immer so eine kleine Mimi, was schwere Spiele angeht. Ich habe da mittlerweile echt keine Geduld mehr. Und ich habe wieder zwei Zuschauerwünsche. Und zwar der erste hier, Flashback, kommt vom guten Thomas. Vielen Dank an dieser Stelle, beziehungsweise danke, muss ich mal schauen. Ich habe schon echt Schiss vor Flashback, weil es ist eines wirklich dieser schweren Spiele. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das ja so Prince of Persia-artig mit diesen Animationen und kachelnmäßig bewegen und so weiter. Und in diesen Spielen bin ich nie gut, aber wirklich nie gut. Wenn ihr auch Wünsche habt für schwere Spiele, egal ob 8 oder 16-Bit, dann haut es in die Kommentare rein. Ich sammle alles immer auf einer Liste und ich versuche immer alles irgendwie abzuarbeiten, aber es kann etwas dauern. Die Liste ist nämlich mittlerweile schon echt lang geworden, sehe ich gerade. Aber jedenfalls, ja, Flashback war damals ziemlich großer Hype, weil das Spiel nämlich eine ziemlich geile Grafik hat. Das werdet ihr gleich sehen. Sehr, sehr einfach und sehr sicher gehalten. Und die Animationen sind einfach klasse. Ne? Nur, ihr seht halt, das ist halt dieses typische, man dreht sich schwerfällig um. Es ist nicht so wie Mario, dass man hier relativ, ja, zügig sich bewegen kann. Zum Umdrehen müsst ihr erstmal die Taste drücken. Ne? Es ist alles etwas schwerfälliger. Wenn ihr einen Schritt vorangeht, dann bewegt ihr euch jetzt nicht pixelgenau, sondern wirklich so auf Kacheln. Und da habe ich wirklich immer etwas Probleme dran gehabt. Aber, wie gesagt, wir wollen mal gucken. Man springt übrigens, indem man nach oben drückt. Also es ist wirklich 1:1 Prince of Persia Feeling, würde ich sagen. Gott, das wäre ein Panda. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ich habe da hier irgendwo nur mal so kurz reingeguckt. Als ich mal einen Jahresüberblick gemacht habe. Ich gucke gerade, gibt es hier... Okay, mit der Taste kann ich schießen. Gibt es wirklich keine dedizierte Springtaste? Sind irgendwie alle Tasten unbelegt, außer hier die Schießentaste? Das heißt, wenn ich jetzt Sprünge durchführe, muss ich Anlauf nehmen und dann nach oben drücken. Ich befürchte, schlimm ist ehrlich gesagt. So. Oder springt dann. Ich wollte gerade sagen, oder springt automatisch rüber. Offensichtlich nicht. Mal gucken, das sieht irgendwas Einsammelbares aus. Okay, der Sound, ich weiß, das soll Frösche imitieren. Und jetzt aber irgendwie... Holocube, okay. Wie nehme ich denn auf? So, okay. Also wie gesagt, grafisch sieht es echt super aus. Also hier ist so eine kleine Sequenz zum Aufnehmen. Okay, es blinkt immer noch. Ach, das soll gar keine Frösche sein, das ist das Ding wahrscheinlich, was Ding ist, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt nur bei wichtigen Sachen immer angezeigt wird oder ob das jetzt allgemein ziemlich nervig sein könnte. Ich gucke mal. Kann ich doch bestimmt hier irgendwie Credits... Photocube. Okay. Ich habe ehrlich gesagt ein anderes Spiel im Kopf gehabt, aber was auch in die Richtung geht. Wie heißt das denn? Was wirklich, wo man schon am ersten Bildschirm stirbt. Wie komme ich hier runter? Ach, sei ich den Holocube ausgerüstet? Mal gucken, ob ich damit was machen kann. Ah ne, das ist nur die Pistole. Wie gesagt, die Animationen sind super. Also, da kann ich nichts sagen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Ich versuche hier mal wieder hochzuklettern. Was nicht klappt. Bin ich jetzt hier irgendwie gefangen? Okay. Es ist hier auch irgendwie schwer herauszufinden, wo jetzt hier eine Plattform ist oder wo Hindernisse sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ist das hier... Also hier gibt es Musik, okay. Replay. Also die Grafik ist ziemlich cool geworden. Ne? Es ist sehr, sehr stilistisch. So ein bisschen an Vektorgrafiken. Hey, it's me. Hi, Konrad.
Okay. Ach so, das bin ich selber und ich frage mich jetzt gerade selber, warum ich das nicht weiß, dass ich diese Sprachnachricht aufgenommen habe. Ja, er will es halt nicht. Es würde zu lange dauern, um zu erklären. Wir müssen unseren Freund Ian in New Washington kontaktieren. Er wird alles erklären und genau. Viel Glück und es ist unser Leben, okay? Gut. Macht mich jetzt aber trotzdem ratlos, wo es jetzt weiter. Oder nicht, das ist ein Brückenpfeiler, ne? Ach, scheiße. Ich wollte es nicht schon wieder triggern. Ich habe es einfach nur einen Knopf gedrückt. Kann ich es abbrechen? Ja, mit Start. Okay. Der Holocube. Den machen wir hier mal Shit, okay. Credits habe ich null, die kann ich eh nicht benutzen. So. Nehme ich hier mein Schild. Wie komme ich hier wieder runter? Kann ich überhaupt im Laufen springen? Nee. Ich kann auch nur normal gehen. Ich hätte so intuitiv, hätte ich jetzt gedacht, alles klar, hier zweimal nach links und zweimal nach rechts und schon rennt er. Aber nein. Ich muss ja kurz meinen. Mein Monitor wollte sich abschalten. Passt aber, ich glaube, gerade zu meiner Spielvorstellung, weil ich stümper mir hier einen zurecht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Weil nach oben komme ich ja eindeutig ja nicht. Weil so weit kann ich ja nicht hochspringen. So. Wie kann ich denn mit dem Ding hier interagieren? Ja. Wenn ich die Taste drücke, dann dreht er sich nur seltsam. Das ist echt ratlos. Ja, ich weiß, es ist ein Action-Puzzler, aber muss doch hier irgendwie runterkommen. Hier, komm, lass dich mal nach unten fallen. Nein, nicht schießen, nach unten fallen. Immerhin kann ich rollen. Ist schon mal wesentlich dynamischer. Hey. Okay. Ich würde auch sagen, schwer. Glaube ich sofort, wenn ich weiterkommen würde. Aber ich will euch jetzt nicht länger langweilen und deswegen guck mal in das nächste Spiel rein. Grafisch sieht es sehr gut aus, aber ich glaube, so auf Dauer macht denn dieses kachelmäßige Bewegen zumindest mir Probleme. Und wie ihr wisst, ich gehe immer unvorbereitet in diese Spiele rein. Deswegen tut mir leid, wenn ich hier wirklich sinnlos feststecke. Ab zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel ist Hagane. Und zwar hat sich das der liebe SNES Maniac gewünscht. An dieser Stelle viele, viele Grüße an dich. Ich habe natürlich seinen Kanal wie immer verlinkt. Ist höchst empfehlenswert. Er macht super, super, ja, super, super, super Nintendo-Tests. Ich merke es gerade selber. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Super sympathischer Typ. Und der hat sich Hagane gewünscht. Der Hagane. Ich bin ja im Super Nintendo nicht ganz so verwurzelt, aber ich habe mal bei amerikanischen YouTubern gesehen, dass da viele Gerüchte um dieses Spiel irgendwie herumwaberten, ob das Spiel vielleicht nur für irgendwelche Ausleihbuden exklusiv war oder ähnliches. Ist es anscheinend nicht, sondern ist auch normal released worden, ist halt nur nicht so weit verbreitet. Ich glaube, wenn man es sich auch für seine Sammlung kaufen will, ist es ziemlich teuer. Ich spiele auf jeden Fall ein Ninja. Ich habe es auch das Spiel noch nie gespielt, aber diese Ninja-Spiele sind ja nicht gerade einfach. Er hat so ein bisschen was von. Ach, wie heißt das Spiel? Hier das Sega-Spiel, wo er auch hier mit dem Schwert rumläuft. Mir fällt es gerade nicht ein, aber ganz bekanntes Spiel. Striders. Was? Strider? Keine Ahnung. Okay. Okay. Es kommt hier gleich nach einem Bildschirm hier so ein. Ah, okay, da habe ich hier meine Superattacke, alles tötet. Es gibt hier viele Sachen einzusammeln. Cool, jetzt kann ich hier so Pfeile abschießen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Och, noch, das geht. Also, grafisch und so weiter gefällt es mir gut. Musik ist jetzt halt, ich sag mal, unauffällig, aber auch nicht verkehrt. Ich schätze mal fast, das wird eines dieser Spiele sein, die dann irgendwann einige Slowdowns haben. Es hat so ein bisschen so Ninja-Probotektor. So Pi mal Daumen, ne? Ja, ist die Musik irgendwie. Ne?
Okay. Der hält ein paar mehr Treffer aus. Kann ich auch nach oben? Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte gerade sagen, kann ich auch noch nach oben schießen, aber wenn ein Spiel dieser Machart gut ist, dann kann man das auch. Weil nur so, ich hasse Spiele, die wirklich so konzipiert sind, diese One-and-Gun-Spiele, wo man wirklich nur nach geradeaus schießen kann. Das ist so nervig. Also auf jeden Fall versucht ordentlich an Variabilität hineinzubringen. Okay, mit der Waffe, die ich jetzt gerade habe, war das Schiff nicht so geil. Die ist ein bisschen zu langsam. Kann ich auch nicht blocken? Ah, cool. Okay, mit den L- und R-Tasten kann ich hier Flips machen. Das werde ich beherzigen zum Ausweichen auf jeden Fall. Aber das Spiel ist cool. Also es ist natürlich nicht leicht, klar. Aber das sind diese One-and-Gun-Spiele ja nie, ne? Aber warum kann ich denn jetzt hier gar nicht angreifen? Frage ich mich gerade. Muss ich hier echt erst immer so erst Munition einsammeln quasi? Puh, ich habe ein Feuerdings. Also ich würde sagen, so komplett bescheuert halte ich mich gar nicht. Okay, es gibt hier anscheinend einige Bombo-Kombos. Okay, ich halte nicht viel aus. Ich wollte mich gerade selber loben, dass ich gar nicht so richtig kackig abschneide. Aber das Spiel gefällt mir irgendwie. Das hat irgendwie was. Wenn man natürlich jetzt noch bessere Reaktionen hätte, wie ich, dann könnte man natürlich hier entsprechend immer ausweichen. Aber das ist einfach Übungssache. Ich finde es cool, dass es so eine Ausweichrolle überhaupt gibt, ne? Dass man hier so eine kleine Reaktion irgendwie hat. Ah, okay. Die Dinger muss ich anscheinend wirklich aktiv einsammeln. Zack. Ha, den Vogel abgeschossen. Okay. Ich wollte jetzt einen schlechten Wortwitz machen, aber ich lasse es mal lieber. Weil schlechte Wortwitze kann ich immer ziemlich gut. Nee. So, bei diesen Schiffen mache ich mal lieber hier den Bildschirmangriff, nenne ich es mal. Gefällt mir. Echt cool. Wie gesagt, die Musik könnte nach meines Erachtens noch so ein bisschen treibender sein, sage ich mal. Und irgendwie finde ich hier dieses Anfängerschwert, auch wenn es wahrscheinlich weniger Schaden macht, fast noch die beste Waffe. Also hier diesen, ich sag mal, Enterhaken. Damit wäre ich nicht so hundertprozentig warm, weil hier mal noch wenigstens so ein bisschen Gebietsschaden, nenne ich es mal. Boah. Es ist wirklich schwer. Aber es ist fair. Also es ist nicht irgendwie so unfair programmiert oder ähnliches. Ich habe immer das Gefühl, dass ich halt den Mist gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, so langsam, ja, ich habe das Gefühl, ich kriege ein Gefühl für das Spiel. Ich bin echt heute nicht zu gebrauchen. Okay, nehmt's dann hier. Zack, 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 zack. Ich habe das Gefühl, ich... Ne? Man kann hier diese Ausweichrolle machen und wenn ich dann attackiere, dann macht er hier diesen Sonderangriff. Das sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr beherzigen. Zack, zack, zack. Ihr seid hier keine Herausforderung für mich. Zack. Es wird. Es wird. Ich sollte mich nicht selber loben, weil gerade dann kriege ich einen aufs Maul. Zu Recht. Zack, zack, zack. Na, komm her. Okay, das ist wieder dieser Effekt wie im letzten Quälzig-Video, ne? Wo ich beim ersten Mal ziemlich gut durchkam und dann irgendwie aus dem Tritt gekommen bin und dann irgendwie total versagt habe. Das scheint hier momentan auch so das sein, nur dass ich ursprünglich noch nicht mal irgendwie gut war. Hey, wo ist er hin? Zack. Das war elegant, Leute. Das war elegant. Auf die Musik, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht warum. Die müsste für mich echt treibender sein. Sie ist nicht schlecht. Aber irgendwie. Was meint ihr dazu? Zack, 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 zack. Na, es geht doch. Es geht doch. Könnte schlimmer sein. Zack, 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 zack. Das kleine Kruppzeug hier. Ah, ich. Ja, drei Treffer kann man einstecken, offensichtlich. Sollte wahrscheinlich auch mehr diese Türen, die hier in den Leveln immer so verteilt sind, weil da kann ich ja drauf springen. Also man kann coole Kombos machen, indem man springt, attackiert, dann macht er ja diesen Sprungtritt und sowas. Das ist schon nicht verkehrt. Und auch so gesehen, die Rücksetzpunkte, die finde ich fair. Die setzen einen nicht irgendwie gleich irgendwie zum Level anfangen hin oder sowas. So, da wollte ich mich rächen, weil der mich verletzt hat. So, aus Prinzip. Zack, zack, zack. Geht doch alles. Jetzt kommt wieder das Schiff. Also, hat was das Spiel. Es gibt so richtig gute Linienspiele auf dem Super Nintendo. Ich weiß, dass der Sega ja immer so die Fahne hochgehalten hat und die wirklich guten Linienspiele hatte. Ich glaube, so ein, zwei gute gab es auch auf dem Super Nintendo, aber da bin ich mir gerade unsicher. Weil wie gesagt, Super Nintendo, da habe ich nur so ein bisschen eine Basic-Ahnung. Ich konzentriere mich ja auch immer mehr auf Game Boy. Jetzt bin ich aber schon wieder Game Over geworden und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Zwei wunderbare Spiele, beim einen zu verpeilt, keine Ahnung. Aber da weiß ich, selbst wenn ich weitergekommen wäre, wäre ich nicht mit der Steuerung klargekommen. Und Tagane macht einen sehr coolen Eindruck. Also wenn man sich da reinfuchst und nicht so unfähig ist wie ich, ist das wirklich ein gutes Spiel. Das auf jeden Fall. Danke, dass ihr reingeschaut habt und vielen Dank für die Wünsche hier geäußert haben und mir Spiele immer auftragen. Wenn ihr, wie gesagt, auch Wünsche habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.